Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. Im heutigen Video besprechen wir die Rallye, die wir heute an den Märkten gesehen haben und auch beim Bitcoin, indem wir uns den Nasdaq-Chart anschauen und den Bitcoin-Chart. Und danach habe ich wieder zwei Einzeltitel dabei. Wir schauen uns heute mal die Palantir-Aktie an und den derzeitigen Chartverlauf. Und danach gehen wir noch auf Netflix ein, die charttechnisch derzeit auch sehr, sehr spannend sind und heute Abend ihre Geschäftszahlen bekannt geben. Schau auch mal in die Videobeschreibung, denn dort findest du den Zugang zu unserem 10x Trading Discord und zur Telegram-Gruppe. Und jetzt geht's los. Nasdaq ist heute mit 1,5% im Plus. Wir haben uns ja hier gestern kurz mal verabschiedet gehabt unter die Golden Zone. Das sah dann zuerst technisch auch mal nicht so gut aus, wurden aber dann relativ schnell wieder reingekauft. Wir sehen hier 12 Stunden Kerzen, das heißt eine Kerze sind 12 Handelsstunden. Und heute im Tagesverlauf haben wir nochmal dieses 61er Fibonacci bei 13.833 Punkten, also den goldenen Schnitt aus dieser ersten impulsiven Bewegung aufwärts. Dann hier die Korrektur und hier unten war wirklich die wichtige Zone, wo wir nicht runter brechen sollten und haben uns hier wieder schön reingerettet. Jetzt ist wirklich abzuwarten, wie wir uns hier weiter verhalten. Wir sind jetzt heute über das 50er Retracement gestiegen aus dieser Bewegung. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber wichtig wird jetzt sein, dass wir hier aus den 14.300 Punkten ausbrechen, die hier entweder backtesten oder nicht und dann hier wirklich über die 14.700 und letzten Endes dann natürlich auch hier über dieses Zwischenhoch aus dem letzten Push ausbrechen und dann kommt hier wirklich dieses Szenario zum Tragen, das ich jetzt wirklich seit 2 Wochen circa eingezeichnet hatte, nämlich dass wir hier im Endeffekt die erste Aufwärtsbewegung gesehen haben, dann die Korrektur, wie sie wirklich im Bilderbuch steht, bis zum 61er Fibonacci und im Endeffekt würde sich dann diese erste Welle wiederholen. Würde sich dann hier ansetzen, was zu einem Kursziel im Nasdaq führen würde. Falls wir jetzt hier wirklich den Beginn einer neuen Aufwärtswelle sehen, wäre das Kursziel aktuell circa zwischen 16.000 und sagen wir 16.200 Punkten. Der Bitcoin zeigt hier auch sehr spannende Preisaction heute. Wir hatten ja gestern kurz mal diesen Bruch unter diese Trendlinie, was wir hier in der Vergangenheit auch schon zweimal gesehen haben, die dann mehr oder weniger instant aufgekauft wurde. Aktuell sehen wir jetzt wieder den Bruch drunter und sehen hier wieder starken Kaufdruck, aber diesmal mit dem Unterschied, dass wir die Unterseite von dem Trendkanal hier gar nicht mehr testen mussten, sondern sind jetzt wirklich direkt wieder über die 40.000 gekauft worden und sehen jetzt aktuell auch Stärke beim Bitcoin. Das bullische Szenario wäre jetzt hier wirklich, dass wir sagen, wir sehen jetzt hier dieses Zwischenhoch, das ist in etwa das 23er Fibonacci seit dem All-Time-High hier bis zum Tief. Das heißt, das wäre so ein sehr mildes Retracement. Da waren wir auch schon etliche Male drüber. Und das bullische Szenario wäre jetzt hier wirklich, dass wir über die 42.000 ausbrechen, die dann halt im Idealfall nochmal backtesten und dann durchgehen, um hier wirklich das 38er, aber dann auch im Endeffekt mal das 50er Retracement hier oben anzutesten. Das wäre dann im Endeffekt auch gleichbedeutend, dass wir hier aus diesem Trendkanal ausbrechen. Da bleibt es jetzt wirklich abzuwarten, wie stark sich diese Bewegung hier fortsetzt. Insgesamt gefällt mir das derzeit aber sehr, sehr gut. Voraussetzung natürlich, dass wir hier wirklich eine Impulsbewegung aufwärts bekommen und die auch aktuell schon sehen in den Anfangszügen ist, dass wir hier wirklich jetzt zügig über die 42.000 ausbrechen und dieses bullische Momentum, das wir hier derzeit sehen, sich dann auch entsprechend fortsetzt. Palantir hat heute auch einen starken Tag mit knapp 7% im Plus. Ich habe Palantir hier schon längere Zeit akkumuliert, so bei ca. 11 Dollar, 11,50 Dollar habe ich mal Positionen aufgebaut. Und aktuell sehen wir jetzt hier eine Bewegung, die mir sehr gut gefällt. Wir brechen jetzt hier heute in einer relativ starken Kerze, versuchen jetzt hier über das 88er Fibonacci aus der gesamten Bewegung seit 9 Dollar IPO bis 45 Dollar eben das All-Time-High auszubrechen. Das wäre dann so ein erstes Kaufsignal, das wir hier generieren würden. Aber das wichtige Kaufsignal wäre hier wirklich der Ausbruch aus diesen Hochs. Das sind so in etwa 14 Dollar, spätestens dann hier 15 Dollar. Dann könnte wirklich richtig Dampf reinkommen in die Palantir-Aktie, weil dieses Tief, was wir hier gesehen haben, das waren ca. 17,50 Dollar. Das könnte dann nochmal so ein kleiner Zwischenwiderstand sein, aber grundsätzlich bin ich bei Palantir aktuell wirklich extrem bullisch, weil man sieht auch, der Chart hier in diesem gesamten Bereich unter 20 Dollar ist eigentlich wirklich senkrecht drauf und hier dann senkrecht runter. Hier dieses eine Zwischentief, das wir mal hatten, was aber dann auch extrem senkrecht weggekauft wurde. Also insgesamt denke ich, kann man hier bei Palantir durchaus Positionen aufbauen. Vorsichtig sollte man werden, wenn hier dieser kleine Aufwärtstrend, der sich hier andeutet aus diesen zwei Tiefs, sollten wir den brechen und natürlich spätestens dann, wenn wir den IPO-Preis brechen, dann sollte man wirklich vorsichtig werden. Aber aktuell bin ich durchaus optimistisch bei Palantir und so das große Kaufsignal, was wir generieren würden, wäre wirklich hier so der Ausbruch über diese 15 Dollar.
Netflix ist charttechnisch derzeit auch sehr spannend. Wir sehen hier den Bereich seit dem Corona-Crash, dann eben mit dieser massiven Rallye, die wir gesehen haben bei Netflix bis zum All-Time-High von ca. $700. Und Netflix hat ja dann wirklich diesen extremen Crash hingelegt und ist hier wirklich exakt auf dem 886 zum Stehen gekommen und macht jetzt derzeit charttechnisch was, was ich eigentlich ein extrem gutes Signal finde. Wir haben hier einen Doppelboden gebildet auf dem 886. Das heißt, der Markt hat sich hier die Situation angeschaut, hat geschaut, ob dieses tiefe Retracement reicht, dieser kurzen Rallye angesetzt und jetzt verkaufen wir hier nochmal ab und bilden wirklich exakt hier den Doppelboden. Und das ist grundsätzlich für den Markt eigentlich ein sehr, sehr gutes Kaufsignal. Wer jetzt wirklich hier traden will, sollte noch vorsichtig sein, bis wir hier wirklich aus den 390 US-Dollar ausbrechen. Dann wäre auf jeden Fall der Weg hier frei, dass wir hier auch mal gewisse Retracements anlaufen. Wir haben hier auch noch ein Gap, das bei ca. $500 gefüllt wäre. Das ist in etwa hier in dem Bereich. Wäre der Gap Close, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn wir jetzt hier wirklich eine neue Aufwärtswelle beginnen, dass wir dann dieses Gap schließen. Man könnte sich jetzt hier durchaus positionieren, stoppen bzw. vorsichtig werden sollte man, wenn wir hier dieses Tief bei 330 US-Dollar rausnehmen. Und nicht vergessen, Netflix hat heute Abend auch Geschäftszahlen. Das wird wirklich extrem spannend, wie der Markt heute Abend die Earnings von Netflix aufnimmt. Grundsätzlich sehe ich aber hier ein sehr, sehr spannendes Chartbild und durchaus auch Kursziele bei Netflix realistisch von ca. $500. Jawohl, das war's mit dem heutigen Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Aktien ich als nächstes hier in dieses Format mit einbauen soll. Das wäre mir wichtig. Und wenn du Lust hast, schreib mir in die Kommentare, wie du über die heutige Rallye denkst. War das der Beginn einer neuen Aufwärtsphase oder nur ein weiterer Fake? Und wir gehen nochmal eine Stufe tiefer. Ich bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.